Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun, wenn ich so unentschlossen bin, wenn Entscheidungen mir unendlich schwer fallen und wenn ich Entscheidungen dann so lange rauszögere, bis es zu spät ist? Wenn ich unentschlossen bin und wenn es mir total schwer fällt, mich zu entscheiden, dann ist die gute Nachricht, die Entscheidung ist noch nicht reif. Deshalb ist es sogar gut so, wenn Sie sich noch nicht entscheiden, weil es wäre verfrüht. Wenn ich mir jetzt denke, ich muss unbedingt heiraten, aber es gibt noch gar keinen Partner, den ich heiraten kann, dann ist es noch zu früh, weil es gibt noch keinen. Wenn ich zwei Partner zur Auswahl habe, ja, zwei sind nett, also beide sind nett, mit beiden könnte ich mir es vorstellen, ja, und ich denke mir, wem soll ich jetzt gehen, wem soll ich jetzt heiraten, und ich bin da total unentschlossen, werden es beide nicht werden, weil sonst wären sie schon eindeutig zu einem gegangen. Es ist einfach die Zeit noch nicht reif, insgesamt. Und sie bringen sich ganz oft bei Unentschlossenheit und bei Entscheidungsschwäche, bringen sie sich ganz oft selber unter einen Druck aufgrund von ihren Idealvorstellungen. Das ist häufiges Thema, habe ich ganz oft auch in der Therapie, dass Menschen zu mir kommen mit einem Anspruch, wo ich dann einmal das Ideal langsam versuch von ganz weit oben runterzuholen, bis wir so ein bisschen in der Realebene sind, ja. Und sobald man wirklich das Ideal mit der Realität in Verbindung gebracht haben, schaut's ganz anders aus. Und dann sagt oft der Mensch, mit dem ich da im Gespräch bin, naja, wenn ich mir das so anschaue, das will ich ja gar nicht, ja. Jetzt kann ich mich leicht entscheiden, ja. Und es ist eben ganz oft so, wenn ich unentschlossen bin, und mich nicht und nicht entscheiden kann, ja, dann passt's nicht. Aber dann habe ich in meinem Kopf, es muss aber sein, ja. Ich muss es jetzt durchziehen, ja. Das gibt's ja nicht. Das muss doch gelingen. Na, muss überhaupt nicht. Sondern dann fahre ich über mich drüber, dann entscheide ich irgendwas gegen mein Unbewusstes und gegen fast wieder besseres Wissen, und am Schluss stehe ich dann da und denke mir, oh, das ist jetzt aber nicht das, was ich wollte. Das wollte ich jetzt aber gar nicht. Jetzt habe ich mich selber ausgetrickst. Ja, haben Sie. Und Sie haben sich immer dann selber ausgetrickst, wenn Ihr innerer Anspruch, Ihr Über-Ich, Ihr Ideal, Sie viel zu stark in eine Richtung bringt, die gar nicht für Sie geeignet ist, wo Sie es gar nicht wollen, aber Sie sich einbilden, ich muss es tun. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Spüre ich, dass die Entscheidung reif ist? Und viele werden jetzt sagen, ja, ich bin jetzt schon überreif. Also ich möchte jetzt endlich wirklich entscheiden. Es ist überreif. Ich halte es nicht mehr aus, nicht entscheiden zu können. Ja, gut. Dann bitte noch einmal ganz kurz tiefer gehen. Ich glaube Ihnen, dass die Entscheidung jetzt überreif ist und Sie wollen endlich jetzt da bitte den nächsten Schritt, weil es ist schon wirklich allerhöchste Zeit. Aber, und das ist das wichtige Aber, ist es so, wie Sie es jetzt entscheiden, richtig? Also Beispiel, ich möchte jetzt endlich heiraten, ja, endlich, ja. Aber ist der Typ, mit dem ich schon so lang zusammen bin, der Richtige? Naja, es gibt keinen anderen, jetzt muss ich endlich entscheiden, dass es wird. Na, eben so, wie ich jetzt zuerst gerade ausgeführt habe. Bitte nicht. Oder andere, also einfachere Entscheidungen, ja. Soll ich jetzt endlich mit einer Abnehmkur anfangen oder nicht, ja? Ich kann mich entscheiden und das ist so schwierig, ja, und na, ich werde immer dicker und ich kann mich schon immer anschauen und es ist furchtbar und ich muss jetzt wirklich abnehmen, ja, Hilfe, aber ich kann mich nicht entscheiden und wie geht das, und ich habe schon so viel Versuche gemacht, immer schief gegangen, ja, dann sind Sie mental noch nicht so weit, dass Sie innerlich noch nicht abnehmen wollen. Doch werden Sie sagen, das stimmt nicht, ich will abnehmen, mit meinem ganzen Wesen will ich abnehmen. Es gibt einen Teil in Ihnen, der sagt, ja, unbedingt abnehmen. Und dann gibt es aber den größeren Teil in Ihnen, der sagt, ich habe keine Kraft jetzt da zum Fasten. Ich habe überhaupt keine Kraft jetzt da auch noch mich zu kasteien. Ich brauche die ganze Energie, deshalb esse ich auch so viel, um zu überleben und so weiter. Ja. Und wenn Sie dann auf einen anderen Blick hinschauen und sagen, wie kann ich meinen Lebensstil jetzt mal ändern, dass ich nicht so am Limit lebe, ja? Dass ich mir auch Zeit nehmen kann für bewusste Ernährung und vielleicht sogar dann auch für ein Abnehmprogramm. Auf einmal, super, auf einmal ist die Entscheidung total selbstverständlich, auf einmal ist es
easy cheesy, dass ich jetzt da gut das Abnehmprogramm mache und sogar Freude habe dran. Aber vorher hat der größere Teil von mir, mein Unbewusstes, gesagt, jetzt ist Abnehmen nicht dran. Keine Energie, keine Kraft, no way. Und so weiter. Also das heißt, spüren Sie, wenn Sie solche Entscheidungen haben, die Ihnen total wichtig sind und Sie nicht verstehen, warum Sie sich nicht entscheiden können, spüren Sie danach, was geht da noch in mir ab? Was ist denn eigentlich das Tiefere? Das Oberflächliche, das Ideal, das ist immer gleich. Ja? Das werden Sie gleich als Argument bringen. Und in der Therapie mache ich das eben ganz oft, dass ich den Leuten sage, wo ist denn so der Hauptgrund? Ja? Das ist fast immer ein nicht erfüllbares Riesending da oben. Ja? Und dann sage ich, und was sagt eigentlich so noch in der Tiefe noch ihr Wesen, ja, oder ihr Herz oder ihr Inneres, ja? Und dann sagen die, naja, ist eigentlich, eigentlich, das ist echt keine Lust dazu, ja, oder geht ja gar nicht, ja, und unter uns furchtbar, ja, diese Arbeit halte ich nicht mehr aus, ja, aber ich darf auf keinen Fall kündigen und so weiter, ja, und ich muss ja Geld verdienen und dann kommen ganz viele Ängste, warum das nicht geht. Und dann räumen wir mal die Ängste weg. Also die können wir jetzt nicht gleich auflösen, aber wir können sie mal ein bisschen an einen sicheren Ort bringen und beruhigen. Und auf einmal sagen die Menschen dann, ah ja, jetzt wo ich es mir so überlege, ist mir ganz klar. Also danke, jetzt ist mir klar, wie ich weiter tue. Und dann sage ich noch stopp. Ja. Es ist schön, wenn Sie es wissen, aber jetzt buchstabieren wir es noch durch in wirkliche umsetzbare Schritte. Und dann wird es schon noch einmal schwierig, weil die Gefahr ist nämlich, wenn jemand so auf sein Inneres geschaut hat und sich dann glaubt, sich entscheiden zu können, flutscht er wieder ins Ideal rauf, nimmt dann das, was eigentlich von der Tiefe ist und versucht das dann wieder mit seinem idealmäßigen, nur halt jetzt auf der anderen Seite, zuerst einmal hier, jetzt sind wir dann hier, das dann halt runter zu brechen und sagen, taka, 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 und dann scheitert er wieder, weil er es nicht hinkriegt. Dann ist er wieder frustriert, weil er es doch nicht schafft, und dann sagt er, die ganze Therapie bringt eh nichts, weil ich habe mich jetzt eh so bemüht und ich habe jetzt eh mein Inneres eben erforscht und jetzt weiß ich, was ich eigentlich in der Tiefe will, aber es funktioniert nicht. Ja, warum? Weil ich dasselbe Bearbeitungsmuster habe, weil ich mit demselben nicht lebbaren Ideal rangehe an die ganze Sache. Und daher, unbedingt, wie gehe ich ran? Ganz kleine Schritte, wo ich ganz innerlich spüre, was tut mir gut. Und wenn wir jetzt wieder das Jobbeispiel hernehmen, eigentlich, wenn ich tief reinspüre, merke ich, jo, ich habe Angst, dass ich jetzt kein Geld verdiene und das jetzt echt schwierig wird und so, aber den Job mache ich sicher nicht mehr, ja? Also ich werde jetzt strukturiert kündigen, dann heißt das schon strukturiert kündigen. Das heißt, ich überlege mal, was will ich sonst machen? Ganz entspannt. Ich habe immer noch einen Job, der mir zwar keine Freude macht, aber ich habe zumindest noch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich überlege mal, was gibt's sonst? Ja? Muss ich eine Ausbildung machen? Kann ich mal woanders schnuppern? Ja? Und ich habe jetzt gerade einen Menschen begleitet, der hat es jetzt eben gewagt, zu wechseln und hat eben Gott sei Dank einen Probetag woanders ausgemacht, hat sich einen Urlaubstag genommen, hat einen Probetag genommen und hat dann gemerkt, boah, die Arbeit ist eine Katastrophe, wenn ich dort hingegangen wäre und gekündigt hätte, ah, Wahnsinn, ja, geht gar nicht. Und hat dann wirklich für ihn zum ganz großen Glück wieder zurück können in seine Arbeit, hat die mal wieder geschätzt, hat dann echt sich Zeit genommen, noch einmal ganz gut hinzuschauen, was mag er wirklich, hat dann noch eine andere Ausbildung gemacht und ist jetzt glücklich in einem ganz anderen Bereich, ja, also weg vom technischen Bereich hin zu einem sozialen, ja, und lebt da jetzt auf, ja. Aber das hat dann nochmal 2 Jahre gedauert. Das kann schon sein, dass solche Prozesse Zeit brauchen. Kann aber auch sein, dass ich, sobald ich in mein Inneres reinhöre und sobald ich spüre, was ich wirklich will, dass dann die Autobahn ist. Dass ich dann nicht ins Ideal gehe, sondern dass ich dann echt kerzengrad dann mein Ziel verfolge, weil ich schon überreif bin, weil ich schon längst gewusst habe, wo ich hin will. Nur habe ich es halt vorher noch nicht mir zugestehen können, weil das Ideal auf der Seite mich total getriggert hat und mich dauernd gebremst hat und ich dauernd mir gedacht habe, das kann es nicht bringen. Doch, das können Sie gut bringen und es wird auch ganz, ganz hilfreich und positiv sein. Also keine Sorge, Entscheidungen sind gar nicht so schwer, wenn ich es innerlich angehe vom Herzen her. Ja?
vom Inneren her. Wenn ich mir wieder einen Druck mache, was ich alles tun muss und was ich alles leisten und schaffen muss, was alles zu sein hat in meinem Leben, damit ich mich erfolgreich, toll und liebevoll und was ich was alles erfahre und erlebe, dann kann es schief gehen. Deshalb runter vom Ideal, rein ins Innere und dann langsam den Schritt gehen, wenn Sie immer in Kontakt mit Ihrem Inneren sind, dass Sie spüren, so mag ich, so ist gut, so geht's weiter. Wenn Sie Unterstützung brauchen, unten gibt's einen Link für ein Kennenlernen von uns beiden, dass wir einfach schauen, kann ich Ihnen da bei Ihrer Dilemmasituation, bei Ihrer Entscheidungssituation ein Stück helfen. Alles Gute für Ihre Entscheidungen in Ihrem Inneren.